Die Hochzeit, der schönste Tag im Leben. Ein Tag voller Stress mit ganz alltäglichen Problemen. Jetzt noch mal kurz überlegen, was wir heute eigentlich machen. Du wolltest die Kerzchen holen. Ja. Hallo, hörst du mich? Okay, ich guck nach, Mama. Bis gleich. Dann müssen wir noch mal kurz da fragen. Bügeln. In guten und in schlechten Tagen. Ein Tag der ganz großen Gefühle. Ein Tag des Feierns und Nachdenkens. Ich denke, viele sind auch zutiefst innerlich religiös und wollen gerne ihre Ehe, ihr Miteinander, ihre Partnerschaft unter Gottes Schutz und Segen stellen. Und deswegen gehört für sie auch der Segen in einer Kirche dazu, zur Ehe, zur Gemeinschaft. Anna und Henrik auf dem Weg zum Traualtar. Eine Hochzeit im Kloster Benediktbeuern.